einer gesund haben und den heutigen Tag wieder erlebt haben. Mein Lust, ich habe von einem steinalten Propheten sagen können, da gehört ein Kind soll geboren werden. Tut uns heute Nacht beherbergen. Wie habt ihr denn auch? Wir möchten zu der selben kaum umdrehen in den kleinen Hütten. Geht zu mit den Nachbarn. Der hat rund ein großes Haus. Und Messias, führt ihm auch nichts gleich, da er käme dann. Wo verzeihten, dann wo ich euch bei. Aber nichts, Kinder. Schau, was ich euch heute sagen muss. Wir haben heute noch zwei schöne Leute gehabt zum Kalten. Und die haben gesagt, dass der Kaiser Augustus befohlen hat, dass man sie schatzen muss lassen. Liebster Herr Wirt, ich bitte euch, nehmt mich und meine Frau auf. Ist meine blühen Brüder. Was sagt ihr dazu? Mir ist halt heute so leicht ums Hecht. Wie kommt mit Zimt? Ich habe geschlafen wie ein Rot. Aber, Mann, wenn wir jetzt allein miteinander beten und dann legen wir uns nieder, ich meine, besser ist schon, wir gar nicht schlafen. In Gottes Namen, mein großer Gott von Ewigkeit, bewirkt uns Hirten auf keiner Eid, bewirkt uns mit dir, Köder und Schof, deins war Bär, Wolf oder Luchs, wie schon noch. Mei, was hat es denn schon mehr? Ist heute schon wieder alle zwei in der Hälfte. Ja, ich habe keinen zum Schlafen angehebt. Jetzt hat es mich schon wieder aufgeweckt. Sag, was habt ihr mir einmal zu Hause? Da möchte man ja du, der Bug ist schon grausen. Liebt sind nicht wieder alle zwei. Ich konnte wohl noch nicht aufstehen. Ist heute sehr nur voller Schlaf. Ich kenne ihn gesagt, oh, schaut sich gerade drei wieder hätten Mann. Jetzt lust der Gott von ihm, was ich hab gesehen hier zund, was muss denn heim bei ihm mit Zimt? Es haben gesungen und blasen in Lüften da drin. Drauf sei ihr Licht und hab nicht gewusst, was das Ding da ist. Ja, und da muss was gewesen sein, so hat's mir da ein wenig gemein. Herr Stöffel! Was fällt mir ein? Ja, kein Licht kann das nicht gewesen sein. Ja, was willst du denn Feuer hinnehmen? Und Nachbarn nicht? Du bist es auch nicht ausgekommen. Du bist mir schon die Rechte nur durch die Uhr. Hurm, schaut's in den Himmel an!
Ach, doch geht Wohnung auch noch ganz voran. Majorchen, jetzt geht er schon da. Der Rüppel, Stüffel, läuft ihm nach. Ja, wie fliegt. Ja, wie scheint die zwei Jungen so schön. Ja, mir da nicht vor Freuden schon Taub übergehen. Geh, Häusl, schau, was ich jetzt gesagt habe. Jetzt haben wir es ja denen unterfragt. Wir tun es nicht so schön singen. Die Uhren dann mir schon klingen. Bei auf, bei oben, bei groß und bei klein, bei Ittler, bei Weißhand, oft man oder nein. Bootsfunger, Bootstausend, was du vernehmen. Jetzt ist halt schon richtig der Heiland da gekommen. Oh mein Gott, wie lang ist schon gesagt worden davon. Ja, wo man nicht mit der Frage kann. Ich kann ja vorhin gar nicht weit sein. Lauf geht's mit Stolten hier. Nein, nein, Rüppi, das bleibt da. Den heiligen Kind, den frag ich genau. Und sollte mir halbes ausschenken, so mir die das Bier wieder da finden. Urm, doch schaut so wie zum Stall. Doch haben kleine Buben, haben keine Zahl. Na, wir haben's nicht scheine Bugelkleid gemacht, haben einer den anderen angelacht. Schaut's noch mal, was denn das bedeutet? Das hier's in der Winterszeit um Mitternacht zugeht auf. Geh, Rüppel, Häusl, Alp und Lauf. Und nachher durchstellen müssen, so tun mir meine Sünden aus. Wenn ich verdammt wucht, das war ein Graus. Zu Salomon geht. Ah, willkommen, Fürsten, im Königshause zu Judäa. Der Friede sei mit dir, O König. Was wünschen meine fürstlichen Gäste? Wo ist der heute geborene König der Juden? Es freut mich, euch, O Fürsten, diesen Dienst erwiesen zu haben. So geht denn hin nach Bethlehem und forscht nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden, so zeigt es mir an, dass auch ich hingehe, um es anzubeten. Das ist ein gutes Wort, das du gesprochen. Und so der Herr will, sind wir bald zurück, die frohe Kunde dir zu bringen. Hab Dank für die Gefälligkeit, O König, die du uns erwiesen. Der Herr sei mit dir. Und mit euch, edle Fürsten. Gehabt euch wohl. Die frohe Kunde, dass euch die Unterwelt verschlinge. Also zwei Monde. Das stimmt genau zum Ereignis im Tempel. Mut, Herodes. Bald wirst du befreit sein.
mit eisernen Armen werde ich das Kind halten. Und keine Macht der Welt soll es meiner Hand entreißen. Kusa, komm in den Rat. Hier ist die Mutter mit dem Kind, so wie wir es im Stern sehen. O Huld des Himmels! O Gnade, o Freude, wir haben gefunden, den wir gesucht. Wir schauen das Der Stern, von deiner Liebe gesandt, hat Liebesflammen in unserem Land. Es schmelzen die Herzen von Liebe zu dir. Und himmlisches Leben beginnen wir.